Der Geruch ist süß, mit einer leichten Komponente von Urin. Der vorherrschende Duft erinnert an das Innere eines menschlichen Ohres. Es riecht auch nach feuchter Kleidung, nasser Wolle und Zwiebeln, die sie roh isst. Außerdem danach, was für mich immer die Essenz der Armut gewesen ist, feuchte Zeitungen. Miss Shepherds vielschichtiges Aroma wird überdeckt vom Duft ihrer großzügigen Verwendung verschiedenster Talkumpuder, wobei Yardleys Lavendel immer hoch in der Gunst steht. Zurzeit ist es dieser vornehme Duft, der über das zweite Motiv, wenn man es so nennen will, ihres Geruchskonzertes herrscht. Aber wenn sie geht, kehrt das Originalmotiv zurück. Der ihr eigener Hauptduft übernimmt wieder triumphierend die Vorherrschaft und verweilt noch lange nach ihrem Weggang im Haus. Sag es ihr. Miss Shepherd, ich würde es vorziehen, wenn Sie meine Toilette nicht mehr benutzen. Es gibt Toiletten am Ende der Einkaufsstraße. Benutzen Sie die? Die stinken aber. Ich bin von Natur aus ein sehr reinlicher Mensch. Ich habe eine Urkunde für ein sauberes Zimmer. Die wurde mir vor einigen Jahren überreicht. Und wissen Sie, meine Tante, die selbst blitzsauber war, sagte, ich sei von allen Kindern meiner Mutter das Reinlichste. Besonders an den gewissen Stellen, die man nicht sieht. Den Autor gibt es doppelt. Der eine ist für das Schreiben zuständig, der andere für das Leben. Sie unterhalten sich, sie streiten. Schreiben ist das Führen eines Selbstgesprächs. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Schon bevor ich dieses Haus das erste Mal sah, vor 5 Jahren. 15.000. Für Nummer 10 waren es 17. Ich bitte Sie, so viel ich weiß, wird eins Ihrer Stücke in West End aufgeführt. Diese Häuser haben so viel Potenzial, wenn man erst mal den Müll los ist. Und da sind wir, Gloucester Crescent. Gute Straße, im Aufstieg begriffen. Haben Sie einen großen Wagen? Hier ist jede Menge Platz. Vorsicht, langsam. Pass auf, ich stelle das erstmal an. Ja? Genau. Ich bin kurz mal weg. Alles klar, Chef. Hier? Ja. Sie sind nicht Johannes, oder doch? Welcher Johannes? Johannes, der Apostel, der Jesus liebte. Nein, mein Name ist Bennett. Wenn Sie nicht Johannes sind, dann einer muss mein Auto anschieben. Es startet nicht mehr. Die Batterie womöglich. Ich habe Wasser nachgefüllt, hat aber nicht geholfen. Na, war es destilliertes Wasser? Es war Weihwasser und das ist völlig egal, ob es destilliert war oder nicht. Natürlich, das Öl, das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist doch nicht auch geweiht. Geweihtes Öl war es in einem Wagen? Das wäre ja viel zu kostspielig. Nein, ich möchte um die Ecke geschoben werden. Also. Wollen Sie denn weit fahren? Womöglich. Ich bin im Zwiespalt. Ich biege links ab. Und? Weit genug? Ich will ans andere Ende. Das ist eine halbe Meile von hier. Ich benötige dringend Hilfe. Sie verstehen? Ich bin eine kranke Frau. Ich sterbe womöglich. Ich suche einen letzten Ruheort, an dem ich meinen Kopf niederlege. Wenn Sie da vielleicht etwas wüssten. Auf Wiedersehen, Madam. Fahren Sie vorsichtig. Ein ordentlicher Schriftsteller hätte eine solche Begegnung vielleicht als Beginn einer interessanten Erfahrung begrüßt. Ich muss warten und darüber nachdenken. Sie hat dich durchschaut.
Sie ist alt. Du kriegst Harold Pinter nicht dazu, den Van die Straße runterzuschieben. Er ist nicht wie ich. Ich bin zu beschäftigt, damit keine Theaterstücke zu schreiben und mein verrücktes, dynamisches, kreatives Leben zu leben. Ja, du lebst es. Ich schreibe es. Willkommen. Oh, schon eingezogen? Hallo, ja. Ist der Umzug glatt? Ja. Ja, gute Entscheidung. Ist ein hübsches Haus. Nicht so groß wie unseres natürlich, aber Sie sind ja auch alleinstehend. Nein, das Haus dahinter ist verbunden. Ich meine, Sie sind Single. Oh. Sickert soll mal in dieser Straße gelebt haben. Und die von Dickens verlassene Frau. Jetzt wohnt hier die übliche Nord-Londoner Mischung. Werbung, Journalismus, Fernsehen, Menschen wie Sie, Schriftsteller, Künstler. Ist denn etwas in Arbeit? Ein Stück von mir läuft im West End. Selbstverständlich, ja. Darf man fragen, wie viel? 13,5. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Unser Haus ist doppelt so groß. Was wird das denn dann wert sein? Unsere neue Nachbarin wird die Preise jedenfalls nicht nach oben treiben. Ja, wir sind uns schon begegnet. Letztes Jahr war sie in der Gloucester Avenue. Jetzt sind wir dran. Sie scheint sich vor der 66 niederzulassen. Wird das die Leute stören? Ich hoffe nicht. Wir sehen uns hier als große Gemeinschaft. Na dann, war nett, mit Ihnen zu plaudern. Welches Stück von ihm läuft da eigentlich? Wir haben es gesehen. Dieses Familiendings. Hab's vergessen. Hm. Das ist Abfall, Mami. Nein, das sind wir. Wir dachten, Sie wollen vielleicht Birnen. Sind aus unserem Garten in Suffolk. Birnen kommen mir immer hoch. Haben Sie vor, länger hier zu sein? Bei dem Lärm ganz sicher nicht. Ich weiß, was du denkst. Trotzdem finde ich es gut, wenn wir was für Obdachlose tun. Ich würde es gern so belassen. Einfach. Manchisch. Ziemlich. Das ist mein Schlafzimmer. Nett. Und Sie? Spielen Sie gern in dem Stück mit? Ich liebe es. Ich liebe es. Ist so englisch. Das, was das Publikum will. Das Bett sieht gemütlich aus. Nun ja, vielleicht könnten Sie mir mal beim Einrichten helfen. Natürlich. Meine Freundin ist im Malen sehr begabt. Oh, hallo, Darling. Seht ihr exzentrisch aus? Ja, ja. Wir sind in Camden Town. Oh ja, ich bin meistens hier. Ich unterrichte und das Pflaster ist meine Tafel. Da sitzt sie wieder. Naja, ich verkaufe auch diese Bleistifte. Ja, ein Herr kam neulich vorbei und sagte, der Bleistift von mir, der wäre der beste Bleistift auf dem Markt. Jedenfalls im Moment. Sie sind gegen die Wirtschaftsgemeinschaft, wie ich sehe. Was, ich? Wer sagt das von mir? Haben Sie das nicht geschrieben? Nicht notwendigerweise. Aber ich gehe so weit und sage Ihnen Folgendes. Der Autor ist anonym. Und Sie kosten einen Schilling. Sie haben mir nur Sixpence gegeben. Da steht, Franz von Assisi hätte das Geld von sich geschleudert. Oh ja, er war ja auch ein Heiliger. Er konnte es sich leisten. Elendes Bettlerpark. Ich bin keine Bettlerin. Ich bin selbstständig und dieser Herr ist mein Nachbar. Das war nicht lange. Nein, wegen dieser permanenten Musik. Lucy übt für ihre Prüfungen. Der Lärmpegel ist für mich eine Prüfung. Winke, Schatz. Mach's gut, meine Liebe. Nicht zu lange auf. Bis dann. Entschuldigen Sie uns bitte. Glyndebourne. Cosi. Die Glückspilze. Viel Spaß. Oh, Vorsicht. Madame ist in Bewegung. Wer wird wohl jetzt das Opfer? Hey, langsamer. Ich will zur Ouvertüre da sein. Mrs. Ward Williams. Nein, die Birds. Nein, die 62. Nein, Darling, das sind wir. Sofort anhalten. Entschuldigung, hier parken geht nicht. Doch, ich wurde geführt. Ich soll genau hier hin. Geführt? Von wem? Von der heiligen Jungfrau. Ich sprach erst gestern mit ihr. Sie stand vor dem Postamt in der Parkway. Was weiß die denn über das Park? Rufus, sag ihr, dass wir nach Glyndebourne fahren. Ich brauche einen Zollstock. Ich muss den Abstand zwischen den Reifen und der Bordsteinkante messen. Wissen Sie, 1,5 Zoll ist der ideale Abstand. Ich habe das in einer katholischen Zeitschrift für Autofahrer gelesen, unter Tipps für christliches Parken. Das ist kein christliches Parken, das ist eine beschissene Unverschämtheit. Rufus. Man versucht nett zu sein, und was hat man davon? Liebling. Lange standen Sie ja nicht vor der 66. Das war mir zu viel Lärm. Die machen keine Musik, oder?
Wer? Sie wissen schon, die in 61. Nein, die fahren in die Oper. Ist alles in Ordnung? Bei der ganzen Aufregung, glaube ich, ich muss mal ganz dringend. Darf ich Ihr WC benutzen? Nein, die Spülung funktioniert nicht. Das ist mir egal. Wo ist es? Wo ist es? Vielen Dank. Du besuchst mich. In ein, zwei Wochen. Ich bin hier ganz allein. Ich weiß, dass du allein bist. Wir sind alle allein. Alan, kann ich nicht eine Weile zu dir kommen? Es ist wohl ein großes Haus. Eigentlich nicht. Es wird dir nicht gefallen. Es hat zu viele Treppen. Es gibt ja jetzt diese Treppenlift-Dinger. Bist du noch da? Oh, ja. Oh, der Fußmensch, der war heute hier. Wer? Der Fußmensch. Du meinst den Fußpfleger. Du hast das aufgeschrieben. Das habe ich nicht. Ah, ich habe dir einen Dialog geliefert, mein Junge. Ich bin wohl nur Rohmaterial für dich. Nein, das bist du nicht. Mann. Geht es Ihnen gut? Oh ja, es ist der Van. Es ist sehr stickig drin. Kann ich mir vorstellen. Sie sind groß. Mein Ehemann war groß. Ich bin Mrs. Vaughan Williams. Ich will Ihnen nicht die Hand geben, Gartenarbeit. War das der Komponist? Riesling? Unter anderem, ja. Wieso? Interessieren Sie sich für Musik? Ich kenne leider nicht mal Ihren Namen. Ich heiße Miss Shepard. Aber ich möchte nicht, dass es sich herumspricht. Ich bin sozusagen inkognito unterwegs, könnte man wohl sagen. Ich schweige wie ein Grab. Shepard? Offensichtlich hat sie in Krieg Krankenwagen gefahren. Und woher stammt sie? Nun, sie war meine Nonne. Eine Nonne? Im Kloster am Ende der Straße. Jeder von uns hat irgendwas zu verbergen. Mein Schwager ist Polizist, er weiß das. Hier ist Camden. Viele Menschen stranden bei uns, so wie ich. Ach. Oh, sie wäre ein gutes Thema. Wofür? Für Sie, für eins Ihrer hübschen Stücke. Aber nicht vergessen, es war meine Idee. Nein, nein. Ich opfere die Hälfte der Zeit schon für Moms Geschichten. Eine alte Lady genügt. Ich lebe, du schreibst. So funktioniert das. Allerdings machst du nicht sehr viel. Was meinst du? Leben. Gib dich dem, was du schreibst, ganz hin. Wie? Wir sind verdammt harmlos geworden. Miss Shepard, ich bin Lois, die Sozialarbeiterin. Ich bin keine Sozialarbeiterin. Ich will mir die Wiederholung der Talkshow mit Prominenten anhören. Ich bringe Ihnen was zum Anziehen. Sie schrieben uns und wollten einen... Nein, nicht während der Sendung, Annie Answers. Ich bin sehr beschäftigt. Ich bat Sie doch nur um einen Mantel. Ich bringe Ihnen drei. So können Sie wechseln, wenn Sie wollen. Wo soll ich damit hin? Ich bitte Sie. Drei Mäntel. Grün. Steht mir gar nicht. Haben Sie einen Gehstock? Der Bezirk wird sich darum kümmern. Wird es ein langer sein? Er wurde auch schon bewilligt. Ist der denn lang genug? Ja, ist einer von unseren besonderen Stöcken. Nein, ich will keinen besonderen Stock. Ich will einen gewöhnlichen Stock. Nur länger. Machen Sie die Tür zu. Und falls ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen will, wen soll ich anrufen? Versuchen Sie es bei Mr. Bennett in der 23. Aber hören Sie nicht auf all das, was er sagt. Der ist Kommunist, womöglich. Haben Sie es bei denen von gegenüber versucht? Die sind näher dran. Die sagen, sie hätten keine Beziehung zu ihr. Sie wären der zu ihr einen Bezug hätte. Haben die das gesagt? Bezug zu ihr? Nein, das war ich. Die sagten, sie wären ihr Freund. Sie wäre ihre Freundin. Oh Gott. Darf sie bei Ihnen auf Toilette gehen? Nun, allerdings nur im Notfall. Damit könnte sie ein Bleiberecht durchsetzen. Es wäre uns viel lieber, wenn sie weiterziehen würde. Uns? Camden. Ich habe nun alles. Die Brausebonbons, die Instantsuppe, den Mini-Whisky. Ist zum Einreiben. Sie scheint sehr verständnisvoll zu sein, die Sozialarbeiterin. Nicht verständnisvoll genug. Ich bitte die um einen Rollstuhl und was besorgt sie mir? Ein Gehstock. Und sie sagt, ich kriege keinen Unterhalt, es sei denn, ich hätte eine Adresse. Was? Van, Gloucester Crescent, gilt das nicht als Adresse? Nein, es ist hart, eben ein Haus zu sein. Verstehen Sie, eine Wohnung? Nein, wie auch immer, ich werde vielleicht bald verreisen, womöglich. Oh, und für wie lange? Broadstairs, womöglich. Warum Broadstairs? Haben Sie denn Verwandte dort? Nein, nein. Haben Sie überhaupt Verwandte? Ich brauche die frische Luft. Ich habe eine Schlange gesehen heute Morgen. Sie kam die Parkway hoch. Eine lange, graue Schlange.
Eine Boa Constrictor? Womöglich. Nein. Sie sah sehr giftig aus. Sie quetschte sich dicht an die Wand und ich hatte das Gefühl, sie steuerte auf meinen Van zu. Nein. Miss Shepard, ich warne Sie lieber, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hatte schon ziemlich heikle Situationen mit Schlangen. Nein, glauben Sie mir, Miss Shepard, es gibt keine Boa Constrictors in Camden Town. Bezichtigen Sie mich etwa der Lüge? Ich erkenne einen Boa Constrictor, wenn ich eine vor mir sehe. Geht's gut, meine Liebe? Sie sehen heute besonders hübsch aus, meine Süße. Nenn mich nicht, meine Süße. Ich bin eine kranke Frau. Todkrank, womöglich. Naja, irgendwann müssen wir alle gehen, meine Liebe. Müffelt, als wäre sie schon tot. Ich glaube nicht an die Schlange. Noch weniger daran, dass sie auf den Van zusteuerte. Einen Tag später erfahre ich, dass in der Kleintierhandlung um die Ecke eingebrochen wurde. Es könnte tatsächlich eine entwichene Schlange gegeben haben. Nun plagen mich natürlich Schuldgefühle. Ein wahrer Schriftsteller hätte sie nach ihren heiklen Situationen mit Schlangen gefragt. Nur scheint sie gerade weg zu sein. Ein bisschen schneller, meine Liebe. Ja, ich steige ja aus. Und hetzen Sie mich nicht. Nicht jetzt! Dieser Stil scheint noch nicht in Broadstairs bekannt zu sein. Und ich kenne das Gesetz. Niemand kann wegen eines Nachthemdes festgesetzt werden. Was machen Sie hier in Broadstairs? Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Gewaltige Vögel auf der Mauer. Das kann nicht sein. Da sitzt nichts auf der Mauer. Das bildest du dir nur ein. Da hocken sie. Und da saßen sie, aufgereiht auf der Gartenmauer. Die vier Pfauen vom Gutshaus. Also, eine Boa Constrictor auf der Straße, Pfauen auf der Mauer. Anscheinend steht am nördlichen und am südlichen Tor meines Lebens jeweils eine verwirrte Frau. Es sei denn, du sagst, sie sind es nicht. Sind was nicht? Verwirrt. Stimmt nicht. Nicht in diesem speziellen Fall. Sind sie nicht mal ähnlich, Alan? Mom und Miss Shepard? Nein, Alan, sind sie nicht. Aber beide sind alte Damen. Scheint offenbar in mein Fachgebiet zu fallen. Während meine Zeitgenossen liebevoll ihre ersten vorsichtigen Erkundungen des anderen Geschlechts aufzeichnen oder ihre Abenteuer in der Welt des Journalismus, bleibe ich an alten Ladies hängen. In Ordnung, ich führe ein scheiß Notizbuch. Aber nur für alle Fälle. Sie ist kein Projekt. Sie ist nichts, an dem ich arbeite. Ich will nicht über sie schreiben. Sie ist... Sie ist nur etwas, was da ist. Worüber willst du denn schreiben? Am liebsten über Spione. Spione? Ja, ja, klar. Du findest es verrückt. Spione, Russland. Ich kann nicht immer nur über den Norden Englands schreiben. Ich bin geboren und aufgewachsen in Leeds, wo mein Vater eine Metzgerei hatte. Als Junge habe ich oft mit dem Rad die Bestellungen ausgeliefert. Das ist nicht Proust. Das ist nicht mal J.D. Priestley. Die Häuser in der Crescent wurden als Villen für die viktorianische Mittelschicht erbaut. Ihre Keller werden jetzt ausgebaut von Paaren, deren Ansichten zwar liberal sind, denen ihr neuer Wohlstand aber nicht ganz geheuer ist. Sie fühlen sich schuldig, schlicht gesagt. Aus diesem Grunde tolerieren sie in unterschiedlichem Maße Miss Shepard. Sie fühlen ihr Gewissen durch ihre Anwesenheit entlastet. Fröhliche Weihnachten! Gib her. Und schließ die Tür! Mach die Tür zu, ich bin beschäftigt. Ich bin eine beschäftigte Frau. Crème brûlée. Wovon handelt Ihr erstes Theaterstück? Public School, was Sie treffendererweise in Amerika als Privatschule bezeichnen. Aber Sie waren nicht auf einer Privatschule. Nein, aber ich habe über Sie gelesen. Und worum ging es in Ihrem nächsten Stück, Mr. Bennett? Sex. Darüber habe ich auch gelesen. Aufhören! Aufhören! Sofort damit aufhören! Hey, gibt's ein Problem? Die fahrzeuglichen Kraft! Es sind Kinder! Und ich bin eine kranke Frau! Das ist wohl wahr! Hey, halt doch mal den Kopf! Hallo! Verkehrs, Audi! Bennett,
Mir ist gerade eingefallen, wie ich ins Radio kommen kann. Was? Ich will eine Sendung mit Höreranrufen machen, etwas, das jemand wie Sie in Windeseile abstellen kann. Verstehen Sie, ich könnte sehr gut die Lady hinter dem Vorhang sein. Oder eine Frau aus Britannien, Sie verstehen? Sie könnten sich ein Pseudonym ausdenken. Und ich sehe den Vorhang, der am besten hier hängt. Ich denke mal, ein grünliches Material wäre passend. Ich dachte, es wird eine Telefonsendung. Ja, und? Nun, die läuft im Radio, dafür ist kein Vorhang notwendig. Diese Kleinigkeiten können wir regeln, wenn es erst einmal soweit ist. Ich meine, wenn ich hier reinkomme, dann kann ich mich über den Stand der Zivilisation informieren. Zivilisation? Sie meinen das Fernsehen? Ja, zum Beispiel wilde Tiere, Hungersnöte, Schäferhundewettbewerbe womöglich. Ich meine, ich sehe durchaus fern in Currys Schaufenster. Aber es ist nicht ideal. Je crois que vous passez les vacances en France? Ja, oui. J'ai étudié en France il y a 35 ans. Avant la guerre? Welche Guerre? La guerre mondiale numéro 2. Oui, la deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce que vous étudiez? Ich habe incognito studiert, à Paris. Aber was haben Sie studiert? Musik. Das Pianoforte womöglich. Haben Sie einen alten Scheuerschwamm? Ich meine, ich müsste den Wein neu streichen. Sie wissen schon, eins von diesen kleinen Schwammdingern, mit dem man Geschirr wäscht, vollkommen. Wie wär's mit einer Bürste? Ich habe eine Bürste. Ist nur für die erste Schicht. Okay, sie war eine Nonne. Jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass sie außerdem Musikerin war und offensichtlich fließend Französisch spricht. Eine Malerin ist sie definitiv nicht. Denn heute, obwohl es regnet, bewegt sie sich langsam um ihr mobiles Heim. Und bedeckt die Rostflecken sorgfältig mit Crushed Mimosa, ein allseits beliebter Farbton. Guten Morgen. Sie hat die falsche Farbe. Für Autos gibt es Spezialfarben. Die Farbe nicht. Das ist katholische Farbe. Und sie müffelt. Weil sie arm ist, du würdest auch riechen, wenn wir arm wären. Oh, guten Morgen, Ursula. Hallo, meine Liebe. Hallo, Schätzchen. Oh, erzählen Sie mir auch was von Farbe? Ich war in der Vorschule. Ich habe einen Preis für das Malen erhalten. Aber sie ist ganz klumpig, Sie müssen umrühren. Ich weiß, ich habe umgerührt, nur mir ist Madeira-Kuchen reingefallen. Ob mit oder ohne Kuchen, alle Fahrzeuge von Miss Shepard sahen am Ende aus, als hätte man sie mit schlecht zubereiteter Eiercreme gestrichen oder mit Rührei verputzt. Einfach göttlich! Dennoch gab es wenige Gelegenheiten, an denen man sie wirklich glücklich sah. Dazu gehörten die, bei denen sie etwas anstrich. Jackson Pollock selbst hätte es nicht besser machen können. Selbst mit einem Scheuerschwamm nicht. Was tun Sie da? Hände weg von meinem Van! Gelbe Linien. Wie bitte? Parkbeschränkungen. Oh, wie langweilig. Aber sie wird im Parkverbot stehen. Sie muss weiterfahren. Was ist das? Da! Sie müssen das Fahrzeug entfernen. Ich weiß, dass ich das Fahrzeug entfernen muss. Das bedeutet, Sie müssen woanders hinfahren. Aber ich bin behindert. Ich benutze nur nicht immer einen Gehstock. Damit kann man die Menschen nämlich tauschen. Aber ich bin eine echte Einwohnerin von Kempten. Und ich hatte als Kind rheumatisches Fieber. Und Mumps. Trotzdem, Sie müssen weiterziehen, woanders hinfahren. Er fährt nicht. Er hat nicht genug Sprit. Ich besorge Ihnen was von der Tankstelle. Ich mag deren Sprit nicht. Oh, gut möglich, dass er doch fährt. Er braucht vielleicht nur ein bisschen Zuspruch. Was mir große Sorgen bereitet. Verstehen Sie, sind die Räder. Sie stehen unter göttlichem Schutz. Wenn ich das andere Fahrzeug kriege, will ich, dass die Räder umgetauscht werden. Welches andere Fahrzeug? Sie besitzen Wunderkräfte, die Reifen. Sie mussten erst einmal aufgepumpt werden, seit 64. Welches andere Fahrzeug? Die haben mich nur ein Fünfer gekostet. Miss Shepard, Sie sprachen von einem anderen Fahrzeug. Mhm. Ja, einem Van. Ein anderer Van? Mhm. Ja, ein neueres Modell. Eine angesehene katholische Lady kauft mir vielleicht ein als Akt der Wohltätigkeit. Es ist Lady Wicking. Ah. Allerdings zieht sie es vor, anonym zu bleiben. Ja, kann ich mir vorstellen. Und warum parken Sie dann nicht vor Ihrem Haus? Das kommt nicht in Frage. Platz ist genug da. Ich habe Nachbarn. Ich auch. Sie wollen also nicht, dass ich hier einen anderen Van kaufe? Necken Sie mich doch. Was? Mr. Bennett, ich habe die Lösung. Mr. Bennett, wissen Sie, die ideale Lösung wäre ein Parkplatz außerhalb der Straße. Wissen Sie, eine Auffahrt, womöglich. Und was haben Sie jetzt vor? Also ich improvisiere.
Lady? Sind Sie da? Ich komme vielleicht ungelegen. Haben Sie denn nicht etwas für mich? Oh, oh! Du blöde Schlampe! Du dreckige, verlogene Schlampe! Kann ich Ihnen helfen? Einen schönen guten Abend, Sir. Zufällig bin ich gerade in der Gegend und ergreife die Gelegenheit, Margaret meine Aufwartung zu machen. Margaret? Eine alte Freundin aus früheren Zeiten. Sie meinen Miss Shepherd? Shepherd sagt sie sehr gut. Nun, sie wird schlafen. Natürlich. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Sir. Ich komme wieder her, wenn Sie meinen Terminplan hast. Vielen Dank. Egal, ich habe euer Kennzeichen kapiert. Verschwindet! Ich wohne hier und ich habe euer Kennzeichen notiert. Da drin lebt eine alte Dame. Miss Shepherd? Miss Shepherd? Miss Shepherd, ist alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Was sollte das eben? War das die Polizei oder nichts? Nein, das waren Rabauken, aber wenn man sich entscheidet, so zu leben, muss man mit sowas rechnen. Ich habe das nicht gewählt. Das wurde so entschieden. Also das reicht jetzt. Meinst du? Ich kann mich nicht dauernd um sie kümmern. Ich bin nicht ihr Pfleger. Ich meine, was wird aus der Arbeit? Also entweder sie verschwindet oder was? Oder fährt den Van in die Auffahrt. Wir müssten nicht mehr an sie denken. Aus diesem Grunde heiraten einige Männer sogar, damit sie nicht mehr an ihre Frauen denken müssen. Klingt gar nicht mal schlecht. Ja, nur ist es von Proust. Oh. Es ist ja auch nur für ein paar Monate, solange bis sie weiß, wo sie hin will. Es wird einfacher, aber es ist keine Freundlichkeit. Nein. Gutmütigkeit oder was oft dafür gehalten wird, ist wohl die egoistischste der Tugenden. In 9 von 10 Fällen mag es lediglich eine Trägheit des Gemüts sein. Das ist nicht von dir. Hazlitt. Und es ist Wille. Purer Wille. Sie hat erreicht, was sie die ganze Zeit schon wollte. Natur gebeichtet, wenn auch mit gewählten Worten. Warum? Im heiligen Jahr. Obwohl ich nicht sicher bin, ob der Priester ihre Sprache verstanden hat. Sehe ich aus wie eine, die verflucht bekehrt. Mein Kind, dir wurde bereits längst Absolution für diese besondere Sünde erteilt. Ich selbst habe sie dir hier bei mehreren Beichten gewährt. Hab Vertrauen. Die Absolution ist keine Busfahrkarte. Sie verliert nie ihre Gültigkeit. Hinter der Jungfrau steht ein Lufterfrischer. Und ich dachte, wir wären sie endlich los. Er ist ein Heiliger. Ah. Ralph war genau wie er. Ja. Manche Menschen sind eben gütig. Gütig? Hier ist London, Ursula. Niemand ist gütig. Ja, das ist wahr. Nun hat die alte Kuh einen Fuß in der Tür. Der Kerl ist ein Idiot. Wer würde das sonst tun? Ja, wir vielleicht. Ist nur wegen unserer Tochter. Pauline. Also, ich bin nur ein arbeitsloser Schauspieler und kenne die Lady nicht, aber darf ich eine Frage stellen? Worin besteht Ellens Problem? Richtig. Schätzchen, sie ist ein menschliches Wesen. Das ist es ja. Ändern wir das Thema. Wann finden wir endlich für Ellen eine Frau? Oh, Josephine ist schon wieder schwanger. Oh nein. Oh. Ich versuche mich zu erinnern, wer Josephine ist. Der Hamster. Da bin ich. Ah.
Wir sprachen gerade davon, wie dankbar sie Ihnen sein wird. Ja. Ich soll den Vernon in ihre Auffahrt aufstellen? Darauf bin ich bisher noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich meine, das wird vielleicht unbequem werden. Nein, ich habe darüber nachgedacht. Glauben Sie mir, es ist in Ordnung. Nur so lange, bis Sie wieder klar sind. Es ist unbequem für Sie und praktisch für mich. Sie müssen mir keinen Gefallen tun. Ich habe durchaus andere Möglichkeiten. Ein Mann auf dem Bürgersteig, der sagte mir, wenn ich südlich des Flusses entlang fahre, wird man mich dort mit offenen Armen empfangen. Da wollte ich ihr einen Gefallen tun. Aber wie immer hätte ich sie am Ende erwürgen können. Sie würde in den Garten kommen, ja. Aber nur, um mir einen Gefallen zu tun. Sie die Handbremse angezogen. Ich wollte es soeben tun. Woraufhin sie die Handbremse mit derartiger Entschlossenheit anzog, dass sie ähnlich dem Schwert Excalibur nie wieder aus der Verbindung gelöst werden kann. Nun, da sie auf dem Grundstück ist, erheische ich gelegentlich einen Blick der betenden Miss Shepherd. Es ist selten ein besinnlicher oder meditativer Vorgang. Ich hungere und dürste nach Erfüllung. Die Inbrunst ihrer Fürbitten lässt sie vor- und zurückschwanken. Ich vertraue darauf, das Licht zu empfangen. Was ist es, wofür sie um Vergebung bittet? Ich habe früher auch gebetet, als ich jung war, aber niemals so. Ich habe nie etwas Schlimmes getan. Aber was hatte sie gemacht? Wer ist die alte Schabracke? Oh, sie ist eine Freundin. Eine Freundin? Mehr jemand, den ich kenne. Gruselig. Ja, möglicherweise. Ich sollte lieber gehen. Du willst nicht noch auf einen Kaffee bleiben, oder so? Nee. Wiedersehen. Oh, Mr. Bennett. Dieser junge Mann. Hatte er einen Ohrring? Hatte er. Sie sollten vorsichtig sein. Als nächstes wird sie hier einziehen wollen. Sagte meine Mutter, die zum Staatsbesuch in London war. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass sie in der Auffahrt steht? Hatte ich vergessen. Ich habe sie kurz gerochen, als ich hier ankam. Der Gestank eines vergammelten alten Geschirrtuchs. Tja, noch ist sie im Garten. Als nächstes wird sie im Haus sein. Was werden die Leute denken? Wir sind in London. Niemand denkt irgendetwas. Das ist, weil sie Nonne war. Die Frau hat es nie getan. Alle Triebe werden unterdrückt. Eine kluge, gebildete Frau. Und die führt so ein Dasein. Weißt du, du steuerst auch in diese Richtung. Ich? Kein Tuch auf dem Esstisch, keine Halterung für das Toilettenpapier. Hätte ich mehr Zeit, wäre hier alles makellos rein und gemütlich. Du hast ein Zuhause. Du möchtest hier nicht wohnen. Na dann. Wo verrichtet sie ihre Notdurft? Nun, das hat was mit den Plastiktüten zu tun. Was denn für Plastiktüten? Stabiler, hoffe ich. Möchtest du ihr vorgestellt werden? Oh nein. Nein. Bei ihrem Bildungsstand da wüsste ich nicht, was ich sagen soll. Gut. Oh, gib mir einen Kuss. Oh. Wann kommst du mich mal wieder besuchen? Bald schon. Die Sache ist die... Vor meiner Tür steht dauernd ein Auto auf dem Parkplatz. Das ist nicht ungewöhnlich, oder etwa doch? Nachts, ich werde beobachtet. Deine Tabletten nimmst du, ja? Wenn ich sie nicht vergesse. Sie sollte in einem Heim sein. Wo verrichtet sie ihre Noten? Das sagte ich schon. Wo sie gepflegt wird. Wo man die Frau wäscht und sie vorzeigbarer macht. Ich bin überrascht, dass sie auf der Straße herumstreunen darf. Es ist wie in einem Märchen, eine Parabel. Der Schuldige wird dazu verleitet, ein Urteil über einen Unschuldigen zu fällen. Und das, um festzustellen, dass es sein eigenes Verderben ist, das er verkündet hat. King's Cross, bitte. Meine Mutter ist viel eher eine Kandidatin fürs Pflegeheim. Ja. Als Miss Shepherd. Ich vermisse deinen Vater. Gib mir einen Kuss. Na gut.
Ich hatte unseren Gordon gefragt, ob er als Pilot hinter den Wolken gewesen ist. War er? Ich erinnere mich nicht. Er ist ein ganz Lieber. Und das weiß ich. Wiedersehen, Mann. Mach's gut. Schönen guten Tag. Wohnt Jesus Christus in diesem Haus? Nein. Versuchen Sie es im Van. Nachts hier auftauchen. Ich weiß, was sie sind. Oh Gott. Es sind Kommunisten. Warum sollten sie sonst nachts kommen? Hm? Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt zurück. Argentinien war der Aggressor. Gefällt mir dein neues Fahrzeug. Hat noch keine Beule. Nicht einen verdammten Kratzer. Wie heißt du jetzt, Margaret? Mein Name ist Mary. Geh weg! Mary heißt du jetzt? Mary was? Mary was? Ich ruf die Polizei! Du rufst die Polizei? Das glaube ich nicht, du hinterlistige alte Pissmelke! Denn die Polizei zu rufen ist genau das, was du nicht getan hast. Apropos, ich finde, dafür ist eine weitere Spende fertig. Kann ich Ihnen helfen? Was soll dieser Krach? Von wegen Krach, Sir. Margaret und ich haben nur einen Spaziergang in alte Zeiten unternommen. Nein, sag nicht Margaret zu mir. Dieser Name ist mit Sünde befleckt. Sie waren schon mal hier. Vermutlich ist der hier nicht der Ren, oder? Sie hatte vorher einen anderen. Nett von Ihnen. Eine obdachlose Frau. Eine undankbare Seele. Und nicht besonders zugänglich. Auf Wiedersehen, Margaret. Ich dachte, Ihr Name sei Mary. Ja, das stimmt. Warum nennt er Sie dann Margaret? Er hat wohl einfach zu viel auf leeren Magen getrunken, womöglich. Ist das Ihr Name? Mary Shepherd? Gemäß der römisch-katholischen Kirche in all ihren Rechten und so weiter untertan. Es ist offensichtlich nicht Ihr Name. Obwohl inzwischen Jahre vergangen sind, seit sie ihren Van im Garten abgestellt hat, bin ich immer noch zu höflich, um zu fragen, wer sie ist. Von diesem Kerl, der in regelmäßigen Abständen erscheint und neben dem Bus lautstark pöbelt, ganz zu schweigen. Musik hat irgendetwas mit der Sache zu tun. Aber ist es nur der Lärm oder die Musik selbst? Warum müssen Sie da so viel? Ich kann es hören! Wie können Sie nur gegen Musik sein? Sie haben früher Klavier gespielt. Woher wissen Sie das? Sie hatten es mir erzählt. Ich habe nie gesagt, dass ich sie schlecht finde. Ich will sie nicht hören. Das ist alles. Sollte sie das aufklären? Jetzt darüber reden? Sie sagt nie die Wahrheit. Erklärt nie irgendwas. Jetzt vielleicht tut sie es. Nun ja, ich wurde mal allein gelassen. In einem Zimmer, in dem Kloster. Novizinnen lassen sie nie allein, normalerweise. Und dort stand ein Klavier. Ich ging hin, es war nicht verschlossen. Es musste gestimmt werden. Einige Tasten reagierten nicht.
Für mich klang es schöner als alle Klaviere, die ich je gespielt hatte. Und dann kam plötzlich die Oberin in dieses Zimmer. Schlich sich heran, womöglich. Ich habe sie nämlich nicht gehört. Sie sagte: Es ist Gottes Wille. Es wäre das, was Gott will. Und dass man mir das schon mal gesagt hätte. Keine Widerworte. Ich sagte: Könnte ich nicht ein paar Choräle spielen, wenn wir singen? Und sie sagte: Das wären Widerworte. Ich würde nie Nonne werden, wenn ich Widerworte leiste. Und so, in schmerzlicher Übereinstimmung, landet meine Mutter in einem Heim in Weston-super-Mare, während ihr heruntergekommenes Gegenstück in meinem Garten residiert. Meine Mutter in ein Heim zu stecken, betrachte ich als eine Art Versagen. Und der anderen ein Heim zu bieten, ebenso als Versagen. Oh Gott. Sie hat sich einen Reliant Robin besorgt. Wollen Sie den parken? Hm? Anwohnerparkplatz. Sie haben keinen Parkausweis. Doch, habe ich. Ich habe mir gestern einen geholt. Davon weiß ich aber nichts. Sie hätten doch nur Einwände erhoben, wenn ich was gesagt hätte. Haben Sie ihn versichert? Versicherung brauche ich keine. Ist wie beim Van. Ich bin im Himmel versichert. Wer bezahlt, wenn Sie einen Unfall haben, der Papst? Ich werde keinen Unfall haben. Was, wenn Sie wogegen fahren? Ich werde nicht gegen etwas fahren. Ich bin eine versierte Fahrerin. Ich bin während der Verdunklung Krankenwagen gefahren. Was, wenn jemand in Sie reinfährt? Miss Shepard, was ist, wenn jemand in Sie reinfährt? Sie haben kein Recht mehr, das zu sagen. Wie kommen Sie dazu? Niemand wird in mich reinfahren. Wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Der Autoschlüssel, ich habe ihn rausgezogen. Ich habe ihn nicht. Sie haben ihn eingesteckt. Das habe ich Sie nicht. Sie lügen, Sie gönnen mir das Auto nicht, also haben Sie den nicht Schlüssel. Rumschreien. Ich muss schreien, weil Sie so ignorant sind. Die Leute kommen und gehen zu jeder Tages- und Nachtzeit. In einem Straßengraben wäre ich besser dran. Geben Sie mir ich den Schlüssel. Ich habe Ihren elenden Schlüssel nicht. Was ist das da um Ihren Hals? Das, es ist der Schlüssel, der elende Schlüssel. Amüsieren Sie sich. Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Dafür habe ich keine Zeit. Entschuldigungen sind was für Gott. Es war das einzige Mal, dass ich sie berührt habe. Nicht, weil sie mich einen Lügner genannt hat, sondern weil sie mir verrückt vorkam. Wie meine Mutter. Dauernd vergleichst du sie mit Mom, aber sie ist nicht wie Mom. Ich kann nicht mal leiden, wenn sie im selben Satz vorkommen. In letzter Zeit ist es fast so, als wären wir verheiratet. Wie geht es Ihrer Alten, fragen die Leute. So nennen manche auch ihre Ehefrauen, deine Alte. Wie geht's denn Ihrer Alten? Naja, sie ist noch da. Und ich bin hier. Ihre Mutter ist tot, nicht? Nein, sie ist auch noch da. Sie lebt in einem Heim. Nur ist sie nicht in dieser Welt. Sie ist nirgendwo. Sollten wir das nicht im Spiel unterbringen? Nein. Das ist offiziell ein Geheimnis. Vor Jahren wollte Mom, dass Miss Shepard in ein Heim kommt. Doch sie ist noch auf freiem Fuß. Aber ob sie noch ganz bei sich ist oder nicht, kann man nur vermuten. Mr. Bennett, ich will nicht, wissen Sie, ich will nicht mein neues Auto einfach auf die Straße stellen. Wenn Sie den Van verschieben, also vor Ihr Fenster, dann kann ich den neuen direkt in der Auffahrt parken. Da ist viel Platz. Ach so, ich habe jetzt den Van und den Reliant. Ja, ich wurde geführt. Er soll in der Auffahrt sein. Sie wissen ja, wegen dieser Vandalen. Geführt? Von wem? Darüber darf ich nicht sprechen. Ich denke, ich werde heute anrufen. Meine neue Sozialarbeiterin. Wozu denn? Sie wollen doch keine Sozialarbeiterin. Ich wurde geführt und es hieß, Sie könne helfen. Ich will kein Gebrauchtwagenlager. Mary sagt... Mary wer? Mary, die alte Dame in dem Van. Wussten Sie nicht, dass sie Mary heißt? Doch, das habe ich schon gehört. Ich nenne sie immer Miss Shepard. Wir alle haben Namen. Wie wäre es, wenn Sie sie mit Ihrem Vornamen ansprechen und sie macht es ebenso. Alan, Mary, manchmal ist es so einfacher, Dinge durchzusprechen. Durchzusprechen? Da ist nichts durchzusprechen. Wie soll man etwas mit jemandem durchsprechen, der Gespräche mit der Jungfrau Maria führt? Man kann vielleicht etwas mit Isaiah Berlin durchsprechen, der verglichen mit Miss Shepard ein kaum redseliger Mensch ist. Ich kann nichts mit ihr durchsprechen, weil man nicht zu ihr durchdringt. Alan, ich spüre eine gewisse Feindseligkeit. Ich denke, für Sie könnte das eine ziemlich steile Lernkurve sein. Nein, es ist keine ziemlich steile Lernkurve. Ich habe mich niemals einer sogenannten Lernkurve ausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, mich auf einer Lernkurve zu sehen, ist so hoch wie die, mich auf den Skipisten in Zermatt zu finden. Übrigens, Ihr Name ist nicht Mary. So? Einige Leute glauben, sie hieße Margaret. Sie heißt nicht einmal Shepard. Eingetragen wurde sie hier als Mary. Ja, und wahrscheinlich steht bei Ihnen auch der Vermerk vernunftbegabter Mensch. Thank you.
Was macht unser Sterling Moss? Hab sie in letzter Zeit nicht hinterm Steuer gesehen. Sie nimmt eine wohlverdiente Auszeit, vermute ich. In der Dordogne womöglich. Wirklich? Pauline. Ihr Auto ist wieder da. Aber ich habe sie schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob es ihr gut geht. Stimmt mein Eindruck, dass der große, besonders konturenreiche Fleck auf ihrem Mantel auf Inkontinenz hinweist? Er ist wohl kein Ausdruck von Modebewusstsein. Oh, sie gut. Was müssen Sie darauf hoffen, dass sie eines Tages einfach von uns geht? Pure Illusion. So läuft es auf der Bühne. In der Realität ist die Strecke bergab ein harter Job. Wie geht es Ihrer Mutter? Oh, unverändert. Sie sitzt, lächelt, schläft. Geht es Ihnen gut? Mir? Ja, wieso? Ich wollte gerade ins Theater. Nicht verstimmt wegen schlechter Kritiken? Nein. Ich las neulich auch eine gute Kritik. Mir wurde gesagt, Sie sind alle gut. Oh, das sind Sie, ich bin sicher. Uns hat es gefallen. Allerdings habe ich nicht gewusst, dass nur Sie auf der Bühne stehen, niemand sonst. Nun, ja, es ist ein Monolog. Ja, das stimmt. Wie schaffen Sie es, sich so viel Text zu merken? Die Kritik, die ich gelesen habe, war besonders scharfsinnig, was Sie angeht. Wirklich? Inwiefern? Weil Sie schwer Entscheidungen treffen. Worüber denn? Nun, eigentlich generell. Aber das war gut gemeint. Danke. Ehrlich gesagt habe ich das Stück gar nicht verstanden. Worum ging es eigentlich? Um ihn, wie immer. Er verschweigt die Wahrheit. Worüber? Was denkst du denn? Als ich wieder runterkam, saß sie immer noch da. In Hut und Mantel. Sie sagte, Graham, mein einziges Ziel im Leben ist, dass du glücklich werden mögest. Nächster Wechsel auf die 45. Mein Sterben mache dich glücklich. Würde ich sterben. Was? Ich sagte, Mom. Dein Tod macht mich aber nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Er würde mich unglücklich machen. Wie auch immer, Mom, du wirst nicht sterben. Sie sagte, nein, das werde ich auch nicht. Ich werde mich verheiraten. Die Flitterwochen genießen wir auf Teneriffa. Nimm deine Tabletten. Ich fuhr zum x-ten Mal mit dem Rad vom Theater, wo ich von meiner Mutter erzählt hatte, nach Hause. Wenigstens weiß ich, wo meine Mutter ist. Miss Shepherd? Miss Shepherd? Mir gefällt das nicht. Dann schau rein. Nein. Hast du Angst? Nein. Nicht vor der Leiche, aber Angst davor, dass dies das Ende der Geschichte ist und ich sie jetzt schreiben muss. Nun, wenn sie fort ist, kann ich mich austoben. Erzählerische Freiheit. Whoopie. Miss Shepherd? Miss Shepherd? Na los. Was tun Sie denn da? Durchwühlen Sie meine Sachen? Nein, ich dachte, Sie sind vielleicht krank oder tot. Tot? Bitte? Ich war in Sorge. Sie waren neugierig. Ich habe Sie lange nicht gesehen. Tut mir leid. Ich bin nicht tot. Sie werden wissen, wenn ich tot bin. Tut mir leid. Tot? Was? Ich sterbe nicht so schnell, das schwöre ich Ihnen. Tot? Ich wollte euch um vor Lachen. Damals ist sie nicht gestorben und meine Mutter auch nicht. Aber so wie die Jahre vergingen, wurden beide zusehends schwächer. Sie werden verstehen, dass eine Anamnese schwierig ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie keine Raucherin war? Ja. Nicht geraucht, nicht getrunken. Also durch und durch eine sehr gesunde Frau. Was finden Sie? Das ist eine Frau mit einer gebrochenen Hüfte. Natürlich geben wir Jüngeren und solchen mit besseren Genesungsaussichten Antibiotika. Aber angesichts ihres Alters und ihrer geistigen Verfassung muss man die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Und wenn Sie ihr keine Antibiotika geben, was passiert dann? Sie könnte genesen. Oder nicht. Sie könnte einfach einschlafen. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Sie haben alles getan. Mehr als man erwarten darf. Danke. Oh, Mr. Bennett. Wo sind Sie gewesen? Bei meiner Mutter. Und wie geht es ihr? Und verändert. Sie kann sich nicht mehr an mich erinnern. Das überrascht mich nicht. Sie sieht sie nicht mehr oft. Werden Sie auch über mich schreiben? Ich weiß es nicht. Das hat sie noch nie gefragt. Und? Ich habe sie gehört. Im Radio. Kennen Sie die Theaterstücke? Woher denn? Sie weiß ja nicht mal, wer sie ist. Das ist das, was Sie denken. Sie benutzen Ihre Mutter.
Ich würde mich an ihrer Stelle furchtbar schämen. Das kann sie nicht sagen. Nein, aber warum sollte sie nicht? Wir schreiben andauernd über sie, auf die eine oder andere Art. Sie benutzen ihre Mutter. Schriftsteller tun sowas. Bin ich die Nächste? Ich vermute ja. Na, jedenfalls, jetzt wo Sie da sind, ich müsste einiges einkaufen. Sie sollten das selbst tun. Versuchen, mehr zu laufen. Ich laufe sehr wohl. Sehe ich aber nie. Natürlich nicht, weil Sie mitten in der Nacht nie da sind. Ich brauche Batterien und Brausebonbons. Hey, Mr. Bennett? Ja? Hätten Sie Lust, mich die Straße hinaufzurollen? Hm? Offen gesagt, ganz und gar nicht. Das reicht. Drehen Sie mich um. Drehen Sie mich um. Ja, ja. In eine Tasse Kaffee. Nein, ich will nicht, dass Sie sich so viele Umstände machen. Ich würde nur eine halbe Tasse nehmen. Oh, ich muss zur Messe. Sie sind aber krank. Hier, es ist ein Jahrestag heute und somit ein Tag der Pflicht. So, für wen? Einen Heiligen? Nein, einen jungen Mann. Oh, jemand, den Sie geliebt haben? Nein, auf keinen Fall. Es ist nur jemand, der schon tot ist. Er müsste jetzt in den 40ern sein. War er Katholik? Tja, womöglich. Allerdings ist er im Fegefeuer. Er braucht meine Gebete. Wie hieß er denn? Mit Namen beschäftige ich mich nie. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Ja? Ich wohne am Ende der Straße. Ich kenne Sie. Sie sind doch der mit dem Van. Ja. Eine schwierige Frau. Eine Katholikin. Eine der Schwestern kennt sie von früher. Es heißt, sie war sehr diskutierfreudig. Musste sie deswegen das Kloster verlassen? Wohl eher streitsüchtig, würde ich sagen. Noch heute gilt sie als Beispiel für Widerborstigkeit. Ihre Sehnsucht nach dem Klavierspiel. Sie fand immer, dass sie im Recht sei. Sie hatte nie recht. Gott hat recht. Ende der Geschichte. Sagen Sie, warum wollen Sie das wissen? Sie ist krank. Wer? Diese Frau? Ist vielleicht eine Nonne verfügbar, die für sie einkauft und mit ihr spricht. Wir sind doch keine Shopping-Nonnen. Hier gelten strikte Regeln. Ich habe aber eine einkaufen sehen, gestern bei Marks & Spencer. Sie kaufte Bizet ein. Der Bischof wollte wahrscheinlich kommen. Und der liebt Bizet? Wer sind Sie? Komm her und fragen, ob der Bischof Bizet mag. Sind Sie Kommunist? Sie ist krank und sie ist Katholikin. Ich denke, sie wird bald sterben. Oh, wir können beten für Sie. Füllen Sie ein Formular aus. Sicher wird sie sofort gesund, sobald sie ihr den Rücken kehren. Das ist meine Erfahrung, was sogenannte Todkranke angeht. Und jetzt raus! Ich möchte nicht, dass Sie den Schwestern über den Weg laufen. Wieder ein Päckchen auf dem Weg. Sollte ich mal, falls ich mal über all das schreibe, wird man sagen, es gibt zu viel Scheiße. Aber es gab eine Menge Scheiße. Scheiße an vorderster Front. Bei Fürsorge, ein Wort, das ich nicht mag, bei Fürsorge geht's nur um Scheiße. Ich habe mit Mary gesprochen. Oder Margaret. Oder Margaret. Miss Shepard jedenfalls. Sie erzählt mir, sie ermutigen sie nicht rauszugehen und ein sinnerfüllteres Leben zu führen. Sie würden ihr Stein in den Weg legen. Ich ermutige sie nicht zu hoffen, Premierministerin zu werden, aber ich ermutige sie zu versuchen, in den Supermarkt zu gehen. Tja. Betreuer haben oft das Gefühl, dass er oder sie... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, nennen Sie mich nicht Betreuer, denn ich bin keineswegs der Betreuer. Ich hasse Betreuen, ich hasse die Vorstellung, ich hasse das Wort. Ich betreue nicht und ich betreue auch niemanden. Ich bin hier, sie ist da. Es gibt kein Betreuen. Alan... Ich spüre schon wieder diese Feindseligkeit. Ehrlich gesagt, ich frage mich, ob die Betreuung Marys, die Sie all die Jahre allein durchgeführt haben,
nicht dazu führt, dass sie verständlicherweise jetzt professionellen Rat verweigern. Nein, aber es nervt, wenn die Profis hier alle 3 Monate aufkreuzen und versuchen, mir zu erzählen, wie diese Frau, mit der ich in den letzten 15 Jahren täglich zurechtkommen musste, wirklich ist. Wie ist sie denn? Mary, wie sie die Frau nennen, ist eine bigotte, bornierte, streitsüchtige, widerspenstige, unversöhnliche, selbstsüchtige, stinkende, unhöfliche, autoverrückte Kuh. Ganz zu schweigen von ihrem herumfliegenden Kot und ihrer Fähigkeit, aus ihrem welken Hinterteil den Kot mit solcher Wucht zu schleudern, dass er 1 Meter vom Heck ihres Vans und ihrem vermutlichen Mündungspunkt landet. Natürlich hast du das so nicht wirklich gesagt. Man wird denken, weil du zu nett bist. Eigentlich bist du nur zu verklemmt. Ja, wir leben in England. Da hat Verklemmtheit auch was Gutes. Nun ja, das war absolut hilfreich. Ich kümmere mich um eine ärztliche Versorgung. Doktor, einmal? Ja? Nein, ich will keinen männlichen Arzt, keinen Mann als Doktor. Die haben wohl keine Frau. Augenblick. Miss Shepard, ich messe nur schnell Ihren Puls. Was, wo, welche Hand? Haben Sie da eine Vorliebe? Nein. Normalerweise ist sie ganz sauber. Miss Shepard, ich würde Sie gerne ins Krankenhaus bringen. Für einen Tag oder so. Nur für ein paar Tests. Nein, ich habe immer alles mit Zwiebeln kuriert. Die wirken Wunder. Ja. Aber Zwiebeln können nur begrenzt helfen. Medizinisch gesprochen. Sie lehnt Krankenhaus ab. Woher wissen Sie das? Fragen Sie sie. Will sie denn in die Tagesstätte? Dort kann man sie ja untersuchen. Und sie könnte ein paar Tage dort bleiben. Sie will auch nicht in die Tagesstätte. Sind Sie sicher? Haben Sie sie gefragt? Sie will nicht in die Tagesstätte gehen, ich weiß es. Natürlich gehe ich dahin. Die werden mich doch nicht zwingen, da zu wohnen. Nein, die werden Sie dort baden und geben Ihnen saubere Kleidung und machen die Tests. Und lassen die mich dann allein? Wo? Im Bad. Ich weiß, wie ich mich waschen muss. Ich habe Preise dafür gekriegt. Das haben Sie mir erzählt. Mr. Bennett. Ja? Es wird doch nicht so aussehen, als ob ich ganz weggebracht werde. Weggebracht? Wohin? Da, wo Leute hingebracht werden, weil sie... nicht ganz richtig sind. Sie wissen ja, machen die das noch? Ja, manchmal, aber dann müssen viele Unterschriften vorliegen. Aber oft wird auch was vorgespielt, um einen dahin zu bringen. Das ist die Gefahr bei den nächsten Verwandten, nämlich einer ihrer Tricks. Ich meine, vielleicht sagen die nur, es wäre eine Tagesstätte. Nein. Also ich wurde schon mal so reingelegt, früher. Miss Shepard. Also ich bin ein bisschen mit Waschen und so in Verzug. Vielleicht wird es dauern, bis ich... Macht nichts, legen Sie den Arm um meinen Hals. Na, kommen Sie. Oh, ich habe nicht viel Erfahrung mit diesen Dingen. Mir fällt auf, dass der Fahrer des Krankenwagens entgegen meinem eigenen Widerwillen nicht zögert, Miss Shepard anzufassen. Und sie sogar umarmt, als er sie auf den Rollstuhl setzt. Das war's. Erstaunlich ist auch, wie sorgfältig er ihre speckige Kleidung arrangiert. Den Rock über ihre Knie zieht, damit nichts anstößig ist. Ich komme zurück, das sage ich Ihnen. Das ist kein erster Schritt von ihr weg. Gibt es etwas zu waschen, dann würde ich es mitnehmen. Aber wieso? Die meisten Sachen sind rein. Oh, ist sie krank? Ihre Freundin? Was? Nein. Zieht sie weg? Nur in die Tagesstätte, glaube ich. Die Kinder fragen andauernd nach ihr. Sie hatten so viel Angst vor ihr, als sie klein waren. Einer sitzt in Washington. Bei der Weltbank. Wie lange ist sie schon hier? 10 Jahre? Eher ein 15. Leben lang. Mr. Bennett. Diese Sozialarbeiterin hat nach meinen nächsten Angehörigen gefragt, aber ich will nicht, dass sowas bekannt wird. Ich sagte, ich hätte keine, aber hier, da steht alles genau drauf. Sie behalten das für sich. Wissen Sie, ich war auch mal Krankenwagenfahrerin. Ja, während des Krieges. In Kensington konnte ich auch während der Verdunklung fahren. Ach, wirklich? Mhm. Der Stuhl wird mit einem Lift angehoben. Durch diese kleine Erhöhung, während sie langsam über die Krone der Gartenmauer gehoben wird, umgibt sie eine Aura des Landstreicheradels. Sie sieht aus wie eine heruntergekommene Nobelpreisträgerin. Ihr schmutziges Gesicht trägt den Ausdruck resignierter Zufriedenheit. Könnten wir das nochmal tun? Ich helfe gern noch eine Runde. Auf der Rückfahrt. Oh. Thank you.
spät. Zehn Jahre. Sie müssen ein Heiliger sein. Sie ist eine schwierige Frau, meine Schwester. Edith lässt sie nicht mehr ins Haus. Früher habe ich ihr geholfen, wenn ich konnte. Mutter hätte es so gewollt. Ich bin kein Heiliger, nur faul. Ich weiß, dass sie Krankenwagen gefahren ist. Ja, und sie war Nonne. Zweimal, bis die sie rausgeworfen haben. Ach, das hat ihr den Rest gegeben. Sie war auch mal in einer Anstalt. Banstead. Das war meine Schuld. Nein. Sie war eben eine sehr schwierige Frau. So bestimmend. Oh, nicht nur über sie, auch über mich. Ich musste sie einweisen lassen. Sozusagen wegschließen. Geschlossene Station heißt das wohl heute. Aber denen ist sie auch entwischt. Oh. Ist abgehauen und landete in einem Van. Oh. Und spielt sie noch? Klavier? Oh nein. Oh. Das ist traurig. Haben Sie mal von Cortot gehört? Alfred Cortot, dem großen Klaviervirtuosen? Ja. Margaret war seine Meisterschülerin. Ja, um bei ihm zu studieren, musste sie nach Paris. Damals war das gar nicht so einfach. Und das Üben, oh mein Gott, was hat sie geübt, den ganzen Tag lang. Doch die Nonnen haben das unterbunden. Ein Gehorsamkeitstest. Ich war Veterinär in Afrika und als ich zurückkam, da war die Musik tot, erledigt. Üben war jetzt beten. Sie hat bei The Proms gespielt. Thank you.
Shepard? Miss Shepard? Ich wollte Sie besuchen. Ich konnte da nicht bleiben. Eine Frau hat gesagt, mein Gesicht kommt ihr bekannt vor und ob ich je in Benstead war. Sie wollte gar nicht mehr aufhören. Sie gaben mir Minzmeat und die Frau sagte, Sie werden sehen, dieses Minz ist schon besser als das in Benstead, aber ich weiß nichts von Minzmeat in Benstead oder sonst wo. Da steckt man Menschen rein, wenn sie nicht ganz richtig sind. Oh, Sie sehen schön sauber aus. Ja, aber das muss an dem Bad liegen. Wir haben mich allein baden lassen. Die Schwester kam und hat mir bei den Feinheiten geholfen. Sie sagte, ich sei attraktiv. Oh, ich hab was für Sie. Blumen? Was soll ich denn mit Blumen? Ach, die sterben doch nur. Ich habe genug um die Ohren, auch ohne Blumen. Man wird Ihnen nicht oft Blumen geschenkt haben. Wer sagt das? Ich hatte Blumenbouquets. Sehr große. Mit schönen Schleifen dran. Die sind gar kein Vergleich. Musik. Wie sollen Menschen es schaffen, der Musik aus dem Weg zu gehen? Wissen Sie, ich hatte sie in den Fingerspitzen. Ich hatte sie quasi im Blut. Konnte blind Klavier spielen. Manchmal musste ich im Dunkeln spielen. Und die Tasten waren wie Zimmer. Ich meine C-Dur und die Moll. Dunkle Zimmer. Helle Zimmer. Es war wie eine Villa. Für mich und die Musik. Nur eins, das machte mir Sorgen. Das Spielen fiel mir viel leichter als das Beten. Und ich sagte das, vielleicht war das ein Fehler. Wer hat das gewusst? Mein Beichtvater. Er sagte, dass wir ein weiterer Spalt, durch den der Teufel schlüpfen könne. Also hat er mir das Klavierspielen verboten. Allgemein die Musik verboten. Er sagte, die Dividende ergibt sich aus dem stetigen Wachstum von Seele und Geist. Wissen Sie, es ist wahr. So ist es. Wie geht's Ihrer Mutter? Oh, unverändert. Immer noch im Koma? Nein. Sie schließt nur ein bisschen ihre Augen. Das machen Menschen so. Na dann, gute Nacht. Mr. Bennett. Hier, halten Sie meine Hand. Sie ist rein. So vieles von dem, was das Leben dieser Frau ausgemacht hatte, fand ich erst nach ihrem Tod heraus. Um ihre Geschichte zu erzählen, musste ich gelegentlich etwas erfinden. Obwohl vieles davon kann man gar nicht erfinden. Nicht erfunden ist das, was am Morgen nach dieser Unterhaltung, als sie in ihrem Van lag, mit gewaschenen Haaren geschah. An diesem Morgen kommt die Sozialarbeiterin in den Garten. Mit sauberer Kleidung, Bettzeug und Salben. Sie klopft an die Tür des Autos. Es ist nicht länger ein Van. Es ist eine Grabkammer. Darf ich
Telefon benutzen? Ja, ja, natürlich. Selbst jetzt begebe ich mich nicht in diese übelriechende Gruft. Aber ich fühle mich betrogen, weil die Entdeckung der Leiche nicht mir zugefallen ist. Und obwohl ich sie so lange beobachtet habe, ich nicht der Erste bin, der Zeuge ihres Todes wird. Jetzt, kurz nacheinander, kommen der Doktor, der Priester und Männer vom Bestattungsinstitut. Alle tun das, was 20 Jahre lang niemand getan hat. Nämlich, ohne zu zögern und anscheinend ohne Abscheu, den Van zu betreten. Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihr. Führt sie hin vor das Angesicht des Allerhöchsten. Nun ist sie tot, unsere Lady. Er weiß es. Ihm wird sie es gebeichtet haben. Aber die müssen den Mund halten, die Priester. Die dürfen der Polizei nicht bei ihren Ermittlungen helfen. Wussten Sie, dass sie auf der Flucht war? Miss Shepherd? Miss, wie auch immer Sie sie nennen. Sie steht an einer Kreuzung. Ein junger Motorradfahrer biegt um die Ecke viel zu schnell und rast in ihr Fahrzeug. Nicht Ihre Schuld. Nun liegt da ein toter Mann auf der Straße und sie glaubt, sie hätte ihn getötet. Ruft sie die Polizei, hält sie ein anderes Auto an, oh nein, sie verschwindet, pronto. Und somit hat sie sich damals auf die falsche Seite des Gesetzes gestellt. Deswegen haben Sie sie erpresst. Ich bin Polizist, Mr. Bennett. Im Ruhestand natürlich. Nein, sowas tun wir nicht. Das ist erheblich besser als Ihr vorletztes Fahrzeug. All die Jahre, die sie vor meiner Tür parkte, befand sie sich außerhalb des Gesetzes. Ein Leben, das geht mir dauernd durch den Kopf, ein Leben, neben dem meins einfach nur öde ist. Ich stehe neben dem Grab allein mit meinen Gedanken. Da weckt einer der Bestatter mein Interesse. Kein Beruf, in den man einfach so hineingerät, vermute ich, das Bestatten. Moment, Mr. Bennett. Entschuldigen Sie mal, ich sollte hier eigentlich im Mittelpunkt stehen. Aber ich vergesse, dass die Toten alles wissen. Sie sollten am Grab mit den Tränen kämpfen. Doch Sie beäugen jungen Kollegen. Wäre eine Idee. Jetzt ist sie tot. Ich kann mit ihr machen, was ich will. Ja, können Sie. Ich bin tot. Nur zu. Oh, hallo. Sie gibt ja zweifach. Oder kommt das daher, dass wir noch im Zwiespalt sind? Ja. Nein. Wo wollen Sie hin, Miss Shepherd? Ich frage mich, ob einer von Ihnen was dagegen hätte, wenn der Van ein Freifahrtsort werden Nein, würde. Ich werde den Van weggeben. Der Van verschwindet. Ja, dort wäre Heilung möglich und etwaige Einnahmen könnten die Nonnen erhalten. Die Nonnen? Was haben die Nonnen je für Sie getan? Nicht viel, aber wenn erst die Gelder fließen, wird Ihnen schon klar werden, was für ein Fang ich gewesen wäre. Genau wie bei der heiligen Bernadette. Da haben Sie es auch erst gemerkt, dass es längst zu spät war. Hier lang. Es gibt da jemanden, den ich Ihnen vorstellen will. Ich glaube, das könnten Sie verwenden. Bei dieser Story, die Sie zu schreiben versuchen. Ich meine, damit kann man alles ein wenig aufblasen. Wenn die in Richtung von das Lied von Bernadette geht, machen Sie damit ein Vermögen. Ja, wieso? Wieso soll ich einfach nur tot sein? Ich würde zu gern aufsteigen in den Himmel. Eine Himmelfahrt. Womöglich. Eine Transfiguration. Das ist nicht mein Ding, wirklich. Oh, da stehen Sie. Das ist mein neuer Freund. Hallo, hallo. Das ist der junge Mann, der in meinen Van gefahren ist. Hi. Ich dachte, ich war es, die ihn getötet hat. Bis sich herausstellt, war es seine Schuld. Nun haben wir zwei. Natürlich jede Menge Gesprächsstoff. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mr. Bennett? Ja? Ich wollte 3 Monate in Ihrer Auffahrt stehen. Und daraus sind dann 15 Jahre geworden. Mr. Bennett? Ja? Wissen Sie, was das ist? Nein. Das letzte Lachen, mein Lachen. Nun ja, sie wollte eine Auferstehung. Erhören wir ihre Gebete. Aufgepasst! Miss Mary Theresa Shepherd, zuletzt wohnhaft Gloucester Crescent Nummer 23. Hoch mit ihm! Anfangs war sie zufällig in mein Leben gekommen. Doch im Laufe der Jahre, muss ich gestehen, nahm sie immer mehr Raum ein und gehörte dazu.
Söhne und Töchter, die noch zu Hause leben und sich um ihre Eltern kümmern, glauben, dass sie nur ihre Zeit absitzen, bevor ihr wahres Leben anfängt. Ich habe inzwischen gelernt, dass das nicht stimmt. Man kann seine Zeit nicht absitzen. Und die Zeit hinterlässt Spuren. Ich habe Miss Shepard aufgenommen und ich bin ihr entgegengekommen. Nun stelle ich fest, dass 20 Jahre meines Lebens fort sind. Diese heruntergekommene alte Frau, ihre Wahnvorstellungen und ihr sich langsam vor mir entblätterndes Leben mit all seinen fahrzeugtechnischen Permutationen, das wurde mir geschenkt, damit ich es aufschreibe. Wie andere ihre Reisen durch Afghanistan oder Patagonien aufzeichnen oder die Schenkel von einem Dutzend Frauen. Du wolltest, dass ich mich dem Leben zuwende. Ich habe nicht viel geschafft, aber das spielt keine Rolle. Denn ich habe was gelernt und womöglich hat sie es mich gelehrt. Also ich muss mich nicht in das, was ich schreibe, hineinwerfen. Ich finde mich dort wieder. Ich wollte niemals über sie schreiben. Wenn in deinem Leben etwas mehr los wäre, müsste ich nicht schreiben. Vielleicht fange ich jetzt an. Was? Etwas mehr von meinem Leben zu haben. Vielleicht geht jetzt das Leben los. War dein Tag gut? Uff, so ziemlich. Deiner? Oh, die sind gekommen. Sehr gut. Kommst du runter? Ja. Das ist das Ende der Geschichte. Womöglich wird ein Stück draus. Was denkst du? Ich denke, jetzt, wo ich hier bin, solltest du aufhören, mit dir selbst zu reden. Also, Gloucester Crescent hatte schon viele berühmte Anwohner, aber keiner von ihnen war bemerkenswerter als Miss Mary Shepard. Ihr widmen wir heute diese blaue Gedenktafel. Thank you.